Herzlich willkommen beim Whisky Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Jim Beam Double Oak. Ja, Jim Beam kennt man aus dem Supermarkt. Dieses weiße Etikett für den Zähne nimmt man den mit, macht ordentlich Cola drauf und säuft sich einen an. Nein, das ist nicht dieser. Der kam neu raus dieses Jahr, 2016, nennt sich Double Oak. Und zwar, ja, für Kentucky Straight Bourbon, und das hier ist so eine, gibt es gewisse Gesetzesrichtlinien. Der muss mindestens 2 Jahre reifen in frischen Fässern aus amerikanischer Weißeiche. So tut's dieser, und nach diesen 2 Jahren nimmt man den Whisky aus den Fässern und füllt ihn gerade nochmal in frische Fässer aus amerikanischer Weißeiche. Man reift zweimal, doppelte Eiche, Double Oak. Ja, hier steht es auch drunter, twice barreled, also zweimal ins Fass gefüllt. 43 Volumenprozente hat er ist nicht gefärbt, aber kühl gefiltert sollte man ihn auf Eis genießen, was bei Bourbon durchaus mal vorkommen kann. Dann wird er nicht trüb und flockt nicht widerlich aus, weil er eben kühl gefiltert ist. Ja. Flasche, ja, jetzt habe ich sie weggestellt. Flasche finde ich ganz schön, haben sie schön gemacht. Leider keinen Korken, hätte man erwarten können. Bei was Hochwertigerem hat leider keinen, wobei ich verteidigend sagen muss, dass es hier wirklich nicht so ein billiger metallischer Schraubverschluss ist, wie es bei dem White Label Jim Beam der Fall ist. Nee, das ist hier schon ein hochwertiger Schraubverschluss. Von der Packung her finde ich auch interessant. Hier hinten sind ja immer so, ja, ein bisschen steht da was drauf. Hier steht sogar in Deutsch drauf, ne? Jim Beam Double Oak ist ein Whisky wie kein anderer. Zuerst reifen wir in traditionell ausgeflammten Eichenholzfässern. Anschließend wird der Bourbon aus den Fässern genommen und auf die perfekte Stärke reduziert, also auf die perfekte Alkohol-Trinkstärke. Danach füllen wir ihn nochmal in frisch ausgeflammte Eichenholzfässer und reifen ihn ein zweites Mal. Also alles sehr marketinglastig. Man reift hier zweimal in den Fässern, deswegen haben sie den Preis auch nahezu verdoppelt. Ja, die Flasche kostet so zwischen 20 und 25, je nachdem, wo man unterwegs ist. So. Aber der Schraubverschluss, der taugt was, ne? Der macht auch dicht. Weil wenn man den metallischen Schraubverschluss zu fest dreht, dann überdreht er. Und ja, dann oxidiert er die Flasche vor sich hin, verdunstet Zeug raus und ne, ist scheiße. So, von der Farbe her würde ich sagen, ist es so ein heller Bernsteinton. Zu dunkel ist er nicht. Ja, Bourbon fallen ja oft extrem duster aus, weil eben diese frischen Eichenholzfässer, wenn sie auch stark ausgebrannt ist, doch durchaus viel Farbe abgeben. Dafür, dass er zweimal drin lag, passt es von der Farbe nicht zu dunkel, ne? Ziemlich leichtes Aroma. Ich hätte da jetzt erstmal schön die Eichenkeule erwartet, nö. Da ist, was hier so vordergründig ist, ist so eine blumige Note. Riecht so ein bisschen so nach Gänseblümchen. Ja, daran erinnert es mich. Hm? Und was ich beim Bourbon ganz oft rieche, das ist so eine richtig intensive Nelke. Schwenkt dann auch ein Stück weit und Mottenkugeln um. Habe ich hier auch, liegt aber eher im Hintergrund. Also vordergründig ist echt diese Gänseblümchen-Note. Jetzt kommt so ein bisschen Karamell von den Fässern hoch. Bisschen die Eiche. Und so eine gewisse Frucht ist da auch hinten dran, aber schwierig. Schwierig, die liegt da so ganz, ganz versteckt hinter allem, was ich schon genannt habe. Finde ich nicht raus. Insgesamt ziemlich milder Charakter. Alkohol spürt man hier auch keinen. Kam runter bei 43 Volumenprozente. Also so ein Schmeichler. So eine gewisse Schärfe ist da. Die zieht sich durch den ganzen Geschmack durch, ist immer noch da. Die Nelke ist präsent. Eiche ist präsent. Und diese gewisse Fruchtigkeit, boah, was ist das? Eine Kirsche, ja, sowas wie eine Kirsche. Ne? Aber diese Schärfe, diese, ja, kommt mir so vor, als wäre das so ein bisschen unreife. Die zieht sich wirklich, sobald man den geschluckt hat, bis jetzt in den Abgang hinten raus, der dann relativ trocken ausfällt. Also dieses doppelt gereift hat dem Whisky dann doch letztendlich nicht diese Schärfe genommen, ne, die er durch den Brand hat.
Blumigkeit wird intensiver, diese Nelke und das Karamell gehen jetzt nach hinten. Jetzt kommt die Frucht raus und das ist wie ich es geschmeckt habe, eine Kirsche, aber so eine richtig dunkle Kirsche. Die Piemont-Kirsche. Ja, so eine richtig dunkle Kirsche. In der Nase ist er sehr, sehr angenehm, sehr mild, sehr harmonisch. Schön. Beim zweiten Mal, ob diese Schärfe dann immer noch so krass ist. Also minimal ist er immer noch da. Was jetzt da ist, ist sowas wie eine Walnuss, also so eine leichte, leicht bittere Nussigkeit. Die Kirsche auch wieder da, aber nur so ein Ticken. Nelke. Und dann trockene Eiche im Abgang. Und jetzt am Ende so vom Abgang, wenn das Ganze, die ganze Geschichte hier so ausklingt, dann kommt diese Schärfe nochmal durch. Ja. Also, wenn ihr bisher nur den Jim Beam White Label kennt und wollt mal einen Kentucky Straight Bourbon aus dem Hause Jim Beam probieren, für den man keine Cola braucht, ist der hier sicherlich nicht verkehrt. Preislich, wie gesagt, liegt er zwischen 20 und 25 Euro. Muss man sich überlegen. Für mich persönlich in dem Preissegment gibt es sehr viele Bourbon und sehr viele hervorragende Bourbon. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wahl habe, und die habe ich immer, dann greife ich hier eher zu so einem Four Roses Single Barrel oder eine Maker's Mark. Ja, die spielen im selben Preissegment und bieten ein bisschen mehr als der Jim Beam hier. Wobei ich sagen muss, dass er wirklich für einen Jim Beam okay ist. Ich habe noch nicht so viele probiert und wenn, dann bisher nur mit Cola. Also den kann man wirklich getrost ohne Cola einschenken. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!